Das ist meine Eichhörnchenstation, die Eichhörnchenhilfe Salzburg. Und ich habe das Ganze gegründet im August 2020. Letztes Jahr waren es um die 60 Eichhörnchen, die was ich großgezogen habe und wieder ausgewildert habe. Und dieses Jahr werden es aber weitaus mehr werden, weil die Saison fängt eigentlich erst an. Das ist jetzt so der erste Wurf und ich bin schon bei über 30 Tieren. Ich habe total viele mit gebrochenen Nasen, ausgeschlagenen Zähnen, gebrochenen Gliedmaßen, total ausgehungert, abgemagert. Mit sehr vielen Parasiten, Durchfällen und einiges mehr. Also wirklich teilweise sterbend, unterkühlt, kommen die zu mir in die Station. Die Eichhörnchenhilfe, finde ich, ist eine Mischung aus Tierschutz und Naturschutz. Weil die Tiere, finde ich, gern einfach unterstützt. Bei uns der Lebensraum für die Tiere wird immer knapper. Die Wälder werden aufgeräumt. Es gibt nur mehr nur ganz wenig Nahrung für die Tiere zum Finden. Bei mir leben auch behinderte, also beeinträchtigte Hörnchen. Es gibt das große Vorurteil, mit dem ich gern aufräumen möchte. Es gibt nicht böse Eichhörnchen und gute Eichhörnchen. Das heißt, das schwarze Eichhörnchen ist oder graue, dunkle Eichhörnchen ist kein böses Eichhörnchen, was unsere roten, wie man sagt, vertreibt, weil es die Eichhörnchen in viel verschiedenen Farben gibt. Natürlich der Sinn und Zweck, warum ich das Ganze mache, ist, dass die Tiere wieder in die Natur zurückkommen. Das heißt, dass die Tiere wieder ausgewildert werden. Und es war ein langer, steiniger Weg. Also ich habe eine Auswilderungsvoliere bei mir, aber ich habe unbedingt händeringend nach einer zweiten Station gesucht. Ich habe alles unternommen. Wir waren zweimal im Radio, ich habe Aufrufe im Internet gemacht und es war nirgendwo die perfekte Stelle dabei. Und dann habe ich im Gut Eiderbichl angerufen. Der Herr Erngruber war sofort Feuer und Flamme und er möchte mein Projekt unterstützen. Er findet das total klasse. Und das war wirklich ideal. Eichhörnchen gelten hier in dieser Region als besonders geschützt und schützenswert. Und da wollen wir von Gut Eiderbichl natürlich mithelfen. Es muss natürlich eine dementsprechende Voliere gebaut werden, es müssen Wege angelegt werden, es muss der Unterboden passen, dass die dann in ihrem Gehege auch geschützt sind. Es muss eingerichtet werden, das Gehege. Gleich fahren wir dann auch los und bringen die ersten 13 Eichhörnchen ins Gut Eiderbichl rauf, also in die Auswilderungsstation. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man die Eichhörnchen nicht von der Hand füttert und nicht auf sich herumklettern lässt, weil das sind Wildtiere und die sollen nicht zutraulich sein, sondern es ist zu ihrem eigenen Schutz wichtig, dass die scheu werden. Ja, für die Eichhörnchen wird das natürlich ein Traum dort oben und ich freue mich total, die haben dort einen riesengroßen, optimalen Platz, also wirklich, ich glaube nicht, dass sonst nur wer in Österreich so ein tolles Eichhörnchengehege hat, wie es Gut Eiderbichl auf die Beine gestellt hat. Babys waren ja die ganze Zeit in meiner Obhut und ich habe da wirklich sehr viel Herzblut eingesteckt und dann ist es natürlich optimal jetzt zum Wissen, dass der Auswilderungsplatz das Beste ist, was ich mir wünschen hätte können.